Jo, Leute, ich werde öfter so gefragt, hey Görki, wie ist das mit One Meal a Day als Schüler? Soll ich damit jetzt anfangen? Oder ich möchte eine Massephase machen, hilft mir dort One Meal a Day? Leute, mal eine Sache, die ganz wichtig ist. Wenn ihr eine Ernährung radikal ändern wollt oder überhaupt ändern wollt, dann solltet ihr einen triftigen Grund dafür haben, eure Ernährung zu ändern. Und deswegen gibt es in diesem Video die 5 größten Gründe, wieso du schleunigst deine Ernährung verändern solltest. Punkt Nummer 1, Übergewicht und Heißhunger. Das ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, wieso man sofort seine Ernährung umstellen sollte, wenn man das schon langfristig nicht auf die Kette bekommen hat. Dementsprechend hast du wahrscheinlich zu viele Blutzuckerspikes, zu viele verarbeitete Lebensmittel, zu viel Zucker und Kohlenhydrate, die dich immer wieder dazu triggern, mehr zu essen. Insulin speichert Fett ab. Dementsprechend achte darauf, wenn du natürlich Übergewicht hast, dass du schleunigst deine Ernährung veränderst und umstellst. Okay, das zweite erscheint vielleicht für viele relativ normal, aber das ist es definitiv nicht. Und das sollte ein Riesengrund sein, deine Ernährung schleunig zu verändern. Also Unwohlsein, dass man sich tagsüber nicht fit fühlt, dass man ständig müde ist, in so Löcher fällt. Das hat was mit deiner Ernährung zu tun, die einfach scheiße ist. Zudem auch so eine Art Blähbauch oder Verdauungsprobleme, dass man beim Training immer so einen vollen Bauch hat oder so ein volles Gefühl. Und natürlich neben der Müdigkeit ein schlechter Schlaf. Das sind alles Anzeichen für eine extrem schlechte Ernährung, die einfach nicht zu dir passt. Und da solltest du schleunigst etwas verändern. Ey, der dritte Punkt ist wirklich hart, aber ich kenne viele Leute, die ständig krank sind, die immer so im Winterhalbjahr 2-3 Wochen flach liegen, jedes Jahr, und dann zwischendurch auch mal wieder Fieber haben oder eine Woche nicht aus dem Bett kommen, und ich verstehe es nicht. Ja, natürlich auch Sport ist ein Faktor, um gesund zu bleiben, aber das Immunsystem kann man vor allem über die Ernährung stärken. Und wenn du immer wieder krank bist, dann überdenke bitte deine Ernährung. Auch Leute, die ein schlechtes Hautbild haben, Pickel, ja, auch wenn sich das plötzlich äußert. Guck bitte darauf, dass du was veränderst bei deiner Ernährung. Das ist extrem wichtig. Punkt 4 ist schon fast wieder lustig, weil viele es nicht merken. Und zwar die Umsetzbarkeit einer Ernährungsform im Alltag. Viele sind in einer Ernährungsform oder Diät gefangen, die gar nicht in ihren Alltag passt. Das heißt, sie sind ständig gestresst mit Kalorientracken, mit Vorkochen, mit Tupperdosen, können abends nicht mehr das essen, worauf sie Lust haben, oder mit Freunden mal essen gehen. Und wenn das der Fall ist oder auch eine Ernährung, die deine Zeit raubt, dass du ständig essen oder einkaufen musst, dann ist das der größte Blödsinn, wenn das nicht zu dir passt. Also verändere sofort eine Ernährungsform oder eine Diät, die dich im Alltag zusätzlich stresst. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und zu guter Letzt, und das ist eigentlich auch ein Faktor für eine gute Ernährung, Progression und Leistung. Gerade für alle, die Sport machen, sollte die Ernährung natürlich auch dazu führen, dass du stärker wirst, besser und schneller bist, dass du einfach im Training dich wohlfühlst, Power hast und auch die Möglichkeit hast, durch die Ernährung mehr Energie zu bekommen, besser zu werden. Ja, und wenn das auch nicht der Fall ist, also wenn deine Ernährungsform dich stagnieren lässt, dich müde macht im Training, dich runterzieht, weil du Verdauung während des Trainings hast und so weiter, dann ändere auch sofort deine Ernährung. Das waren die 5 Anzeichen tatsächlich, die dich dazu bewegen sollten, deine Ernährung sofort zu verändern. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Herr Görki, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Also welche Ernährungsform ist denn die beste? Und das ist auch sehr lustig, weil viele Trainer, Ernährungscoaches oder Ärzte immer nur aus ihrer Perspektive dir die wohl scheinbar beste Ernährungsform aufdrücken wollen. Das heißt, viele Wege führen nach Rom. Und deswegen, ich mache One Meal a Day Intervallfasten, würde das aber nie jemandem oder nicht allen empfehlen vor allem. Deswegen, guck einfach mal, welche Möglichkeiten hast du? One Meal a Day, Keto, vegan, vegetarisch. Schau einfach mal, was für dich in deinem Alltag gefühlt am besten umsetzbar ist. Jeder ist ja unterschiedlich. Der eine hat Schichtarbeiten, der andere ist Schüler, der andere hat große Leistungen, die er bringen muss beim Sport, der andere ist eher relaxed, hat einen Bürojob, hat nicht viel Aktivität. Da kannst du vielleicht ein bisschen darauf achten, dass du weniger Kohlenhydrate zu nimmst. Das heißt, viele Wege führen nach Rom tatsächlich, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass eine Ernährung immer individuell ist. Deswegen führt nicht solche Sachen aus, die euch jemand vorlebt und euch erzählt, das wäre das Beste. Weil das Beste ist immer nur das, was in deinem Alltag passt. Und das musst du für dich tatsächlich selber herausfinden. In dem Sinne, ich bin raus. Haut rein, euer Görki. Ciao.